Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier auf Digitaler Start Online begrüßen zu können. Mobile Arbeitsplätze mit Smartphones und Tablets sind in Bundesbehörden und Einrichtungen der BOS längst Standard. Doch wie kann in einer mobilen Arbeitswelt mit neuesten Endgeräten plattformübergreifend sowohl mit E-Mail, Kalender als auch mit Dokumenten sicher gearbeitet werden? Dazu werden wir Ihnen heute in unserem Partnerwebinar mit Virtual Solution neue praxiserprobte und nutzerfreundliche Lösungen präsentieren. Wir werden Ihnen darstellen, wie diese flächendeckend eingeführt werden können. Und vor allen Dingen werden wir die Frage beantworten, wie die Nutzerfreundlichkeit unter den Vorgaben des VS-NFD verbessert werden können. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wie immer die Gelegenheit, Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Schreiben Sie uns dafür einfach in den Chat. Und damit übergebe ich an den Moderator der heutigen Runde, meinen Kollegen Guido Gerd. Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank, lieber Jörn. Es freut mich sehr, meine Damen und Herren, Sie zu der heutigen Runde begrüßen zu dürfen. Und direkt eine kleine Entschuldigung für die leichte Verzögerung im Betriebsablauf. Wir hatten ein technisches Problem, welches wir aber recht schnell in den Griff bekommen haben, sodass wir jetzt froh sind, mit der Runde starten zu können. Und Runde ist ein gutes Stichwort. Die würde ich Ihnen nämlich ganz gerne eingangs vorstellen. Und da öffnen wir den Bildschirm und ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen. Als Dame in der Runde werden Sie natürlich zuerst vorgestellt. Frau Dr. Birgit Briegel, sie ist Abteilungsleiterin 5. Das ist der Bereich dezentrale Betriebsservices beim ITZ Bund, also dem Informationstechnikzentrum Bund. Frau Dr. Briegel hat einen Abschluss in Human, also einen Doktor in Humanmedizin. Also sie hat sich mit medizinischer Informatik im Studium beschäftigt und dort auch einen entsprechenden Abschluss gemacht und bis zum Jahr 2009 auch in dem Bereich gearbeitet. Zuletzt als selbstständige Beraterin im Bereich Krankenhaus-IT-Management. Sie kam dann 2009 zum CIVIT, also zum Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik. Meisten werden es wissen, das CIVIT aus dem Geschäftsbereich des BMF ist eine der Vorgängerinstitutionen, in der letztlich das ITZ-Bund dann 2016 aufging. Sie hat sich im CIVIT insbesondere mit den Themen Service Management und Middleware beschäftigt, als Referentin, Referatsleiterin, schließlich Referatsgruppenleiterin. Beim ITZ-Bund dann 2016 und seit 2017 Abteilungsleiterin in dem von mir beschriebenen Bereich dezentrale Betriebsservices. Und damit Sie eine Vorstellung haben, da sind derzeit ungefähr 760 Beschäftigte angestellt oder tätig. Das heißt, durchaus eine große Abteilung, für die sie Verantwortung trägt. Noch einen kleinen Eindruck von dem, was sie inhaltlich macht. Sie ist Mitglied der Programmleitung des Programms IT-Konsolidierung, IT-Konsolidierung Bund und Programmleiterin des Programms Windows 10 Migration, Bestandskunden des ITZ Bund, welches aber schon Ende des Jahres 2020 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Frau Dr. Briegel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit haben und dass Sie einen Tag nach dem Weltfrauentag, das muss man auch mal sagen, die Weiblichkeit, die Rolle der Frauen in der Runde aufrechterhalten. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch angesichts der außenpolitischen und zunehmend auch innenpolitischen Gesamtlage, Manuel Höferlin begrüßen zu dürfen. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags und innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Einen wunderschönen guten Morgen, Herrn Höferlin. Kennen viele sicherlich noch aus der vergangenen Legislaturperiode. Da war er Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda im Deutschen Bundestag. Derzeit ist er ordentliches Mitglied im Innenausschuss, wie es so schön heißt, und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Digitales, wie dieser nun heißt. Er ist aber auch nebenberuflich, wenn man so will, IT-Berater beziehungsweise in der Unternehmensberatung im IT-Bereich tätig, gehört seit 2009 dem Deutschen Bundestag an mit der vom Souverän quasi verordneten Unterbrechung in den Jahren 2013 bis 2017. Und der Hintergrund lässt es vermuten, er kommt aus Rhein-Nähe, aus Worms genauer gesagt, wo auch sein Wahlkreis liegt.
Herr Höferlin, ganz herzlichen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu diskutieren. Gleiches gilt nicht minder für Dr. Sven Steven Eggedy. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Sie sind seit Dezember des vergangenen Jahres Beauftragter für die Digitalisierung im Auswärtigen Amt und die Auslands-IT. Zuvor waren Sie Leiter der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Chief Technology Officer, kurz CTO des Auswärtigen Amtes, haben davor schon verschiedene Stationen im BMF, im BMI, im Bundesverteidigungsministerium sowie deren Geschäftsbereichen absolviert. Und ein markanter Punkt Ihrer Vita, deswegen trage ich das jetzt mal auch explizit vor, Sie waren von 2011 bis 2015 Commercial Coordinator für die Bauverträge des Kernfusionsreaktor ITER bei den europäischen Joint Undertaking Fusion for Energy, F4E, also das ist doch ein eher ungewöhnlicher Sidestep, sage ich mal. Also würde man jetzt einem CTO des AA nicht unbedingt unterstellen, dass er das in der Vergangenheit mal gemacht hat. Deshalb sei das an der Stelle erwähnt. Der Vollständigkeit halber, Sie haben einen Doktor in Sozialwissenschaften in Hildesheim gemacht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Dr. Ralf-Peter Rembohr. Er ist Vice President Sales bei unserem heutigen Partner Virtual Solution. Das Ganze seit November 2021, verantwortet die Geschäftsbereiche Vertrieb mit den Abteilungen Sales, Pre-Sales, Customer Excellence. Aufgabenschwerpunkte sind dabei die intensive Betreuung des sicherheitssensiblen öffentlichen Sektors, Bund, Land, Kommune, Polizei, sicherheitsbetreute Industrie, Healthcare, also sehr umfänglich. Wir kennen uns, Herr Dr. Rembohr, noch aus Ihrer Zeit bei der SAP, wo Sie insgesamt 18 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig waren, so unter anderem 5 Jahre lang Head of Public Sector and Healthcare. Und da haben wir uns unter anderem auf einer großen Messe namens CeBIT kennengelernt. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber es gibt andere Möglichkeiten, sich auszutauschen, so zum Beispiel heute hier bei Digitaler Start Online. Last but not least möchte ich Dr. Hermann Granzer kurz vorstellen. Er ist CTO, also Chief Technology Officer bei Virtual Solution, hat am CERN promoviert als Physiker, seit April 2020 bei Virtual Solution verantwortlich für IT, Softwareentwicklung und Zulassung. Hat in das Unternehmen eine langjährige Erfahrung von namhaften Konzernen und mittelständischen IT-Systemhäusern mitgebracht und sich unter anderem frühzeitig, noch bevor es Skype oder MS Teams gab, mit Themen wie PC-basiertem Videoconferencing beschäftigt. So, entschuldigen Sie mir die Länge der Vorstellung, aber wenn man schon mal so eine Runde beisammen hat, dann möchte ich doch keinen irgendwie, also möchte ich das doch auch würdigen und entsprechend auch mal ein bisschen aus Ihrer Vita erzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, meine Damen und Herren. Das können Sie sich dann im Internet ergoogeln. Was haben wir mit Ihnen vor? Wir werden gleich eine Einstiegsrunde machen, wo wir das Thema schon mal aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Doch das sagte mein Kollege Jörn Fieseler schon in der Anmoderation. Uns geht es insbesondere auch darum, Ihre Fragen aufzugreifen, Ihre Fragen hier zu diskutieren, Ihnen Antworten auf Ihre Fragen oder auch Ihre Stellungnahmen zu liefern. Das heißt, nach der Einstiegsrunde haben wir selbstverständlich, wie man das so macht, uns Leitfragen vorbereitet, die wir hier sukzessive abarbeiten können. Das soll aber gar nicht unser Anspruch sein, sondern wir wollen dezidiert auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, so wie man das kann. Das heißt, nutzen Sie den Chat, um sich mit Ihren Fragen in die Diskussion einzuklinken. Ich greife das dann gerne auf und gebe das entsprechend an die Experten, Expertinnen und Experten in der Runde weiter. So viel vielleicht mal der Vorrede. Wir haben uns von der Reihenfolge das so vorgestellt, dass ich jetzt mit Herrn Eggedy mal anfangen werde und dann über Frau Dr. Briegel und Herrn Höferlin letztlich zu Herrn Dr. Granzer und Herrn Dr. Rembohr komme. Die haben auch noch ein paar Folien mitgebracht, um Ihnen die Lösung Secure PIM und dessen Funktionalität in dem Umfeld noch mal ein bisschen näher zu bringen. Das vielleicht schon mal so als kleine Vorankündigung, worauf Sie sich einzustellen haben. Ja, Herr Dr. Eggedy, Sie haben im Auswärtigen Amt umfangreiche Erfahrungen gesammelt mit der Einführung sicherer mobiler Arbeitsplätze, qua Struktur des Hauses, wenn man so will. Können Sie diese Erfahrung vielleicht mit dem Publikum etwas teilen und auch schon mal so zentrale Herausforderungen im Rahmen eines solchen Projektes markieren? Gerne. Also wir haben faktisch sehr früh angefangen, aus
offensichtlichen Gründen, weil es nun mal ein großer Teilbereich von dem ist, was unsere Nutzerinnen und Nutzer brauchen. Und wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, eine Dual-Vendor-Strategie zu fahren. Das war für uns ganz wichtig. Auch weil wir bei den derzeitigen zugelassenen Lösungen die beiden Hauptplattformen iOS und Android abdecken und damit natürlich auch eine Chance hatten, das für Nutzerinnen und Nutzer möglichst einfach zu gestalten. Man tut sich doch ein bisschen schwer damit, wenn man das Betriebssystem wechseln muss, zu wissen, wo man wischt und wo man klickt. Wird häufig unterschätzt, wie stark das nachher die Nutzerinnenakzeptanz auch fördert. Und aus dem Grund haben wir eben beide Lösungen parallel eingeführt. Ein großes Thema für uns ist tatsächlich bei der durch die weltweite Rollout-Thematik, dass wir gewisse logistische Herausforderungen haben, da die Akkus heute in den Geräten fest verbaut sind. Wenn man eine gewisse Anzahl an Akkus versucht, mit Luftfracht zu versenden, dann kommt man sehr schnell in den Gefahrgutbereich rein. Das macht das, sieht auf den ersten Blick sehr einfach zu handhaben aus, ist es aber leider gar nicht. Dazu kommen natürlich noch einige Implikationen, die wir als Auswärtiges Amt haben. Wir sind nach Paragraph 42 VSA eine sogenannte besondere Dienststelle. Das heißt, wir haben erhöhten Schutzbedarf. Einige unserer Logistikprozesse sind deswegen etwas, wie soll man sagen, stärker reglementiert als andere Logistikprozesse, so dass dieser Rollout-Prozess für uns erstmal eine kleine Hürde war. Das wird mit Sicherheit viel im Inland jetzt nicht ganz so brennend treffen. Aber was eben eine wichtige Lessons learned aus der ganzen Sache war, dass man natürlich in dem Erwartungsmanagement auf jeden Fall darauf achten sollte, wie man Rollout und Logistikprozess, und das wird auch das Inland betreffen, zusammenbringt. Und eben auch der Punkt Dual Vendor mit zwei Plattformen aus unserer Sicht heute auch rückblickend eine lohnende Investition war. Ist auch das, was wir als Nutzerinnen-Feedback bekommen. Und es hat auch das, was Herrn Höferlin mit Sicherheit freuen wird, die Marktkräfte freigesetzt zwischen den beteiligten Wirtschaftsteilnehmern. Und das war tatsächlich dann auch ein Vorteil natürlich für uns, sodass wir das aus einer Triple-Win-Situation erzielen konnten. Was auf der anderen Seite auch eine Erfahrung ist, ist, dass die Erwartungshaltung permanent natürlich steigt. Sie haben es eben gerade eingangs erwähnt. Wir haben in Covid schon einen Digitalisierungsschub, gerade was Endgeräte angeht, umsetzen können. Wir haben auch bei den Nutzerinnen gesehen, dass sie sich sehr, sehr viel stärker für viele Themen öffnen und allerdings auf der anderen Seite natürlich auch einfordern, was so ein bisschen dazu führt, dass wir eigentlich heute schon die Forderung danach haben, dass doch bestimmte Fachverfahren auch auf den ultramobilen Endgeräten verfügbar sein sollten, da man ja unterwegs nochmal schnell das ein oder andere wegarbeiten könnte, gerade wenn man viel auf Dienstreisen ist. Und das betrifft ja einige Organisationen im öffentlichen, aber auch im privaten Sektor, dass eben Mobile Work doch stärker eingefordert wird. Und da gibt es mit Sicherheit noch einige Baustellen, die man auch lösen muss. Insbesondere sind dort zwei Punkte sehr wichtig. Das ist die Integration der verschiedenen, also der Lösung, der sicheren Lösung stärker in die native Plattform, so dass man eben keine absolut gekapselte Lösung hat. Das ist etwas, was die Nutzerinnen und Nutzer an uns herantragen. Und das wird mit Sicherheit die Challenge der nächsten 1 bis 2 Jahre werden, dass wir hier wesentlich besser werden und auch zu neuen Lösungsszenarien kommen. Und ich bin mir sicher, dass die Industrie dort schon den einen oder anderen Pfeil im Köcher hat und das auch berücksichtigt. Aber das ist ein wirklich wichtiger Punkt, auch für die Akzeptanz, für die zukünftige Akzeptanz solcher Lösungen. Und wir haben ein zweites Thema, und das ist das Thema NFD. Es klingt immer ganz einfach, wird dann allerdings gerade, wenn wir uns jetzt mal die technologische Entwicklung anschauen, die sich mit Sicherheit nicht verlangsamen wird, bedeutet das, dass natürlich auch der Freigabeprozess dort mithalten muss. Und zwar muss der Freigabeprozess auch bei allen Aspekten mithalten. Das heißt, so wie wir neue Funktionalitäten integrieren möchten, dort müssen wir gemeinsam schneller werden, Industrie und öffentlicher Sektor.
um eben hier auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ansonsten werden wir, haben wir zwar ein freigegebenes Produkt, aber es ist eben nicht mehr technologisch auf der Höhe der Zeit. Und dann machen wir eigentlich eine andere Baustelle auf unter Sicherheitsgesichtspunkten. Das sollten wir definitiv vermeiden. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, also die wichtigste Nachricht, die man aus so einer Einführung von so einem Produkt mit reinnehmen kann. Die Laufzeiten sind relativ kurz. Sicherheitsanforderungen entsprechend bleiben auf einem gleich hohen Niveau. Und vor dem Hintergrund ist es extrem wichtig, dass man natürlich auch das ganze Team so aufsetzt, dass das nicht mit Rollout getan ist, sondern das ist eine Daueraufgabe, die sich eben permanent weiterentwickelt und quasi in so ein Programmmanagement nachher übergeht, indem wir eben auf der einen Seite einen Betrieb haben, auf der anderen Seite natürlich immer kurze agile Projekte, die dann eben auch insbesondere auf Interoperabilität ausgerichtet sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste, um eine Grundplattform zu haben für eine Kommunikation, die digital souverän ist, mit Blick auf Daten, Video und Audiodaten. Und da ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich würde sagen, das Fundament ist gut. Vielen Dank, dass Sie uns da mal ein paar Ihrer Erfahrungen mitgeteilt, übermittelt haben. Da sind auch schon ein paar Schlagworte gefallen, die wir sicherlich nachher noch aufgreifen. Nutzerakzeptanz, Nutzerfreundlichkeit der Lösung. Aber auch, das ist ja ganz interessant, mit einem Rollout ist es nicht getan, sondern es ist eine Daueraufgabe und das muss man dann auch entsprechend strategisch verankern. Ja. Kommen wir zu Ihnen, Frau Dr. Briegel. Sie haben jetzt von der Struktur her nicht das Problem, in Anführungszeichen, oder die Herausforderung, die Herr Dr. Eggedy hat, dass in aller Herren Länder sozusagen die Mobile Worker sitzen. Aber als großer IT-Dienstleister der Bundesverwaltung haben Sie natürlich auch eine immense Struktur und beim Thema mobile Arbeitsplätze für den Bereich VSNFD sicherlich auch eine vielfältige Herausforderung. Wo stehen Sie denn aktuell bei der Umsetzung, die ja sicherlich auch, das sagte Herr Dr. Eggedy ja auch schon, die ja sicherlich auch gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der verschiedenen Lockdowns und Homeoffice-Phasen, die wir da hatten und immer noch haben, unter einem ganz anderen Licht jetzt beleuchtet wird als gegebenenfalls vor Februar 2020? Ja, also vielen Dank vielleicht nochmal für Ihre Vorstellung und die einführenden Worte vorhin auch und den Hinweis auf den Weltfrauentag. Gestern war nicht nur Weltfrauentag, sondern am Montag war im Übrigen auch Equal Pay Day, das nur so nebenbei. Und zu dem Thema würde ich sagen, also ich freue mich, wenn mal solche Runden auch bezüglich IT stattfinden, in dem die Frauen vielleicht explizit begrüßt werden, weil wir dann irgendwann mal die 50 50 geschafft haben. Und als ITZ-Bund sind wir da schon ziemlich weit voraus. Das aber nur mal so vorweg. Wo stehen wir momentan bei den mobilen Arbeitsplätzen? Ja, Corona hat uns natürlich da den absoluten Schub gegeben. Interessanterweise waren aber im ersten Schwung nicht zu Phones und Tablets gefragt, sondern insbesondere natürlich mobile Laptops auf der Grundlage von SINA-Technologie oder auch NCP. Wir haben da ungefähr 80.000 Geräte derzeit in der Fläche. Im zweiten Schritt tatsächlich wurden dann auch Smartphones und Tablets nachgefragt. Wir sind jetzt da momentan beim Einsatz von 9.000 Endgeräten für 15 Kundenbehörden, sowohl auf iOS als auch auf Android-Basis und auch verschiedener Hersteller. Die Zahl wird sich jetzt in 2022 voraussichtlich verdreifachen. Also es ist ein enormer Aufwuchs, den wir nicht nur betrieblich stellen müssen, sondern das sind praktische Fragen, die Fragen, wie können wir einen vereinfachten Raum. Also insofern würde ich nicht sagen, dass uns die Welle in den letzten 2 Jahren überrollt hat, aber sie war durchaus herausfordernd zu meistern. Wir haben dann auch darauf gesetzt, unsere eigene Einwahlplattform schnell zu skalieren, innerhalb von weniger Wochen, um die Bedarfe überhaupt befriedigen zu können. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Masse gemacht, sehr viel ausgerollt, den Bedarfen unserer Kunden nachzukommen. Dabei hat man auch eine Menge Schwierigkeiten, was
Lieferzeiten betrifft, nicht nur der Endgeräte, sondern auch was Lieferzeiten betrifft bezüglich Infrastruktur, Hardware, die wir aufbauen mussten. Das hat das teilweise tatsächlich auch etwas verzögert. Letztendlich wollen wir aber unseren Kundenbehörden genau das anbieten, was sie auch wirklich benötigen. Und ich denke, das ist die Herausforderung. Natürlich fahren wir genauso wie das Auswärtige Amt eine Dual-Vendor-Strategie und möchten sozusagen da auch ein bisschen den Weg in die digitale Souveränität starten, indem die Kunden letztendlich Wahlmöglichkeiten haben, indem man Abhängigkeiten zu einzelnen Herstellern vermeidet, aber indem man auch sozusagen den Wettbewerb zwischen Herstellern ein bisschen eröffnet und immer guckt, dass sich die Lösungen, die man am Markt hat, auch tatsächlich weiterentwickeln. Besonders, glaube ich, ist für uns als IT-Dienstleister aber, dass wir immer alle Lösungen auch im Blick haben müssen. Es ist schlicht ein Unterschied, ob ich jetzt für meine eigene Behörde mobile Geräte zur Verfügung stelle oder ob ich für 20 verschiedene Kunden oder künftig auch noch mehr und für mehrere 10.000 Nutzer Geräte zur Verfügung stellen muss. Das hat einfach andere Anforderungen, die man da bedienen muss. Also wir müssen multimandantenfähig sein. Wir müssen schnell skalieren. Wir sind angewiesen noch mehr als andere vielleicht auf ein professionelles Gerätemanagement. Wir müssen die Endgeräte in einer sehr hohen Stückzahl sehr schnell ausrollen können, um nur so einige Anforderungen zu nennen. Wir müssen richtig Kundentrennung gewährleisten und, und. Und gleichzeitig sind wir als Dienstleister dann auch der unmittelbare Ansprechpartner für die Kunden, wenn es darum geht, Anforderungen entgegenzunehmen. Denn wenn die Kunden mal ein Smartphone oder ein Tablet bei sich haben, dann entstehen natürlich Begehrlichkeiten, zu Recht natürlich, ne? Man will dann nicht nur telefonieren oder Mails verschicken oder vielleicht auf andere Art und Weise kommunizieren, sondern was uns häufig erreicht, ist tatsächlich eben dieses: Wieso kann ich jetzt nicht mal kurz in meinem Personalverwaltungssystem die Urlaubsanträge abwickeln? Oder warum habe ich keinen Zugriff auf die E-Akte? Warum kann ich meine Reiseplanung jetzt nicht über das Smartphone im sicheren Bereich machen? Und diese Integration von Fachverfahren, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch auf Kundenseite, dass wir das schnell bewerkstelligen. Das sollte sich bei uns halt insbesondere beziehen auf die Querschnittsdienste, die im Zuge der Dienstekonsolidierung für alle Bundesbehörden ja angeboten werden. Also da glaube ich, da braucht man eine sehr schnelle Entwicklung, denn das ist eine der Forderungen, die uns von allen Kunden immer wieder herangetragen wird. Jetzt haben wir ja hier den Titel "Einfach für alle sicher" als Motto dieser Diskussionsrunde und vielleicht werfe ich mal abschließend einfach so ein paar Thesen zu diesen Schlagwörtern in den Raum. Zum Thema einfach denke ich, wichtig ist, dass die Nutzung von sicheren Smartphones smart bleiben muss, also intuitiv und auch erwartungskonform. Die Geräte müssen sich genauso bedienen lassen wie mein privates, sage ich jetzt mal, und die Einschränkungen, die aufgrund dieses Sicherheitsaspektes natürlicherweise entstehen, die müssen wir so klein wie möglich halten. Ansonsten haben wir ein echtes Akzeptanzproblem. Dann dieses Thema für alle, ich habe es ja schon angeschnitten. Ein Smartphone oder ein Tablet alleine ist tatsächlich für das Gros der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung kein IT-Arbeitsplatz. Für uns im Management ist das absolut ausreichend. Also ich kann im Zug oder sonst wo immer das tun, was Teil meines originären Jobs ist. Aber der Großteil der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung arbeiten natürlich fachlich auf der Grundlage von Fach, eine Anzahl im Bereich und nicht zumindest einen wesentlichen Teil, also mindestens Ja, da haben wir leider ein Standbild, offenbar technische Probleme hinsichtlich der können. Verbindung von Frau. Ah. Na?
Na, wir haben ja schon einiges mitnehmen können. Vielleicht bemüht sich die Technik im Hintergrund mal, das zu lösen. Und Herr Höferlin, ich würde zu Ihnen rübergehen. Sie sind als Politiker natürlich der klassische Mobile Worker. Ein ehemaliger Ministerpräsident Ihres Bundeslandes hat mal gesagt, man muss nah bei den Leuten sein. Ne? Und das sind Sie natürlich auch. Das hat aber dann auch natürlich eine besondere Bedeutung oder einen besonderen Anspruch, was an die Sicherheit Ihrer eigenen mobilen Kommunikation, Ihres mobilen Arbeitsplatzes. Das ist Punkt eins, gerade auch in solchen Zeiten jetzt, ne, wo Parlamentarier natürlich auch damit rechnen müssen, dass sie wieder gezielt Angriffsziel werden, russischer Hacker etc. Also, welche Bedeutung oder wie schützen Sie sich da bestmöglich? Und was kann die Bundesregierung darüber hinaus tun, sollte die Bundesregierung tun, um die Sicherheit der mobilen Arbeitsplätze im Bereich der Bundesbehörden, insbesondere bei den BOS, zu erhöhen, aber natürlich auch im Bereich der normalen Bundesverwaltung, wenn man so will, wobei wir ja gerade gehört haben, es braucht nicht längst jeder Angestellte in der Bundesverwaltung die Möglichkeit, auf dem Tablet oder am Smartphone zu arbeiten. Aber gerade die Management-Ebene ist ja im Zweifel dann auch die interessant ist, wenn es darum geht, jemanden mit einem Angriff entsprechend zu treffen und Arbeitsstrukturen zu stören, zu zerstören. Ja, Herr Gerd, vielen Dank für die einleitenden Fragen. Erstmal guten Tag in die Runde. Und ja, Sie haben vorhin recht gehabt, das ist Rheinhessen, ein Teil von Rheinland-Pfalz, der Rhein und die schöne Weinkulturlandschaft. Und das ist auch das, was Sie gerade gesagt haben. Wir als Abgeordnete haben natürlich nicht die Situation, dass wir ins Büro gehen. Das machen wir in Berlin, in unser Berliner Büro. Aber wir sind eben eigentlich den größten Teil der Zeit sogar im Wahlkreis und im Wahlkreis oder im Bundesland unterwegs. Und selbstverständlich hört in der Zeit, in der ich unterwegs bin, nicht das Arbeiten auf. Mein Büro hat ständig irgendwelche Anfragen, hat Dinge zu erledigen, Sachen, die freigegeben werden müssen, Dinge, die ich durchlesen muss oder die ich auch mal schreiben muss. Und deswegen ist es in der heutigen Zeit zumindest unabdingbar, dass man immer und überall auch die Anfragen und die Dinge, die tagtäglich reinkommen, auch wieder bearbeitet. Weil sonst wäre das so wie früher. Man würde eben irgendwann im Wahlkreis einen Tag Pause machen, mit dem Rumfahren und mal die ganzen Dinge, die per Fax und per Post reingekommen sind, abarbeiten. Jetzt ist es halt so, dass in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren, um genau zu sein, auch die Arbeitsweise, aber auch die Bereitschaft vor allen Dingen der Menschen in vielen Stellen, im privaten, aber insbesondere im öffentlichen Arbeitsumfeld, in den Behörden sich verändert haben. Der abgedroschene Satz ist dann eben, dass die Pandemie wie ein Katalysator in der Digitalisierung gewirkt hat. Wenn man ehrlich ist, und ich komme jetzt aus der IT, ich mache seit fast 30 Jahren IT und dieses Internets, ist das ja nichts Neues. Also technisch ist das jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, das hat es erst in den letzten 2 Jahren gegeben. Ganz viele Dinge gibt es schon viel länger. Sie sind nur nicht so populär gewesen. Nicht jeder hat sie benutzt. Und vor allen Dingen wollte sie auch nicht jeder benutzen. Und oder es gab auch keine Prozesse, die das ermöglicht haben. Und heute, wir haben es gerade eben ja auch gehört, kommt aus den Behörden, aus den öffentlichen Stellen die Anforderung, bestimmte Dinge zu machen. Ist ja auch klar, wenn man nach Hause geschickt wird und die Arbeit dann trotzdem machen soll, muss man eben auch auf bestimmte Dinge zugreifen können. Trotzdem kommt jetzt in der Folge eigentlich der nächste Schritt, nämlich die Frage, ja, ich möchte eigentlich überall, also nicht nur zu Hause, sondern eigentlich überall, alles machen, was ich auch in der Behörde machen kann. Und da trifft natürlich der Wunsch, der berechtigte Wunsch auf Hindernisse, die vor allen Dingen organisatorischer Natur sind, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit oder um den Schutz geht. Es sind dann oft nicht die technischen Fragen, ob das geht, sondern geht das mit den Regeln, die wir uns für diese Arbeitsweise, für das Thema aufgestellt haben. Sprich, kann man eben Dinge online und von außen erledigen oder auf jedem beliebigen Gerät oder an jedem beliebigen Ort. Und da sind wir auch in den letzten Jahren ja, Zertifizierungen vorangekommen. Da kommen wir ja später auch dazu, dass man eben in Containerlösungen oder ähnlichen abgesperrten Bereichen, also virtuell technisch abgesperrten Bereichen, bestimmte Dinge nach bestimmten Regeln. Ich mache das jetzt so abstrakt, weil es ja manchmal nicht nur VSNFD, im Auswärtigen Amt, EGD,
hat natürlich dann auch andere Bereiche, wo eben dann zum Beispiel geheim gearbeitet wird, dass die Frage, kann man solche Dinge überhaupt transportieren auf beliebige Geräte? Mal sagen, da wird es schon schwieriger, an beliebige Orte auf bestimmten Geräten, dann vielleicht schon wieder eher. Bei der Kommunikation haben wir ja derzeit auch gerade in der Krise in der Ukraine, sehen wir, wie wichtig es ist, vertraulich kommunizieren zu können. Also wir haben eine große Herausforderung. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, das liegt nur daran, dass niemand wollte in den letzten Jahren. Ich würde sagen, die Notwendigkeit bestand nicht, bestimmte Dinge im behördlichen Umfeld auf den aktuellen technischen Möglichkeiten Stand zu bringen. Kann man sagen, aus der Bundestagssicht, die Bundestagsverwaltung ist ja auch eine Riesenverwaltung, hat bis vor kurzem auch noch argumentiert, dass das Arbeiten von zu Hause oder von flexiblen Standorten aus mit der Arbeit im Bundestag eigentlich gar nicht vereinbar wäre. Das hat sich jetzt auch wie ein Wunder erledigt in den letzten Jahren. Ich bin da ganz froh darüber, weil natürlich wir Abgeordnete schon immer von außen gearbeitet haben und natürlich jetzt auch die Mitarbeiter ein Stück weit das machen können. Wir müssen, glaube ich, neben den technischen Möglichkeiten ein paar andere Dinge mit im Auge behalten. Und das ist das, was wir jetzt auch in der Koalitionsvereinbarung, der Fortschrittskoalition vereinbart haben, nämlich nicht nur die Technik bereitzustellen oder irgendwo Geld hinzulegen, das wird dann schon, sondern auch dahinter die Verfahren mit anzupacken, aber auch die Art und Weise, wie dort gearbeitet werden kann und vielleicht auch den Vorteil dieser Arbeit besser zu erklären und auch ein Stück weit auf die Nutzerinnen und Nutzer zu hören, denn schließlich müssen sie das nachher machen. Es hilft ja nichts, ein Digitalprojekt aufzusetzen, der es formal die Sicherheitserfordernisse erfüllt und die Kriterien von Verfahren erfüllt, die man vor 20 Jahren mal aufgeschrieben hat und nachher ein digitaler Prozess rauskommt, der eigentlich nicht handhabbar ist. Und deswegen halte ich das für elementar, dass man da auch auf die Nutzerseite guckt. Und Frau Dr. Briegel hat es ja gesagt, letztlich geht es um Usability. Also die Frage, kann man etwas so bearbeiten, dass jeder auch nachher Lust hat, das zu machen? Ich sage dann immer, ich sage auch oft, Verwaltungsmodernisierung muss auch sexy sein. Ja, für denjenigen, der in der Verwaltung sitzt und dann sagt, ja, das geht ja viel schneller. Ich habe endlich Zeit wieder für die Dinge, weswegen ich hier eigentlich arbeite, anstatt mich mit Technik rumzuplagen. Und vielleicht dann auch für das Gegenüber der Verwaltung, die Bürger, die Bürgerinnen, die Unternehmen oder wenn man innerhalb von Verwaltungen kommuniziert, eben derjenige, mit dem man zu tun hat, der plötzlich viel schneller zum Ergebnis kommt, der viel schneller eine Antwort bekommt. Und diese Transformation darf eben nicht auf der technischen Seite aufhören, sie muss auch in die Organisation hinein. Ein Beispiel, das Online-Zugangsgesetz, das die Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat, glaube ich, hat zu wenig die Digitalisierung der Prozesse hinter sozusagen der Verwaltungsaußentür in der Sicht gehabt. Und deswegen muss man da einfach mehr dahinter schauen. Also vom Fazit her würde ich sagen, technische Lösungen gibt es schon lange, gibt auch oftmals vielleicht den Wunsch danach, aber wir waren einfach nicht flexibel genug. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht auch nicht immer den User im Blick gehabt, dass er nachher dann auch Lust hat, etwas zu machen. Und bei den Sicherheitsfragen muss man eben auch so arbeiten, dass es sicher ist, aber auch handhabbar ist, also effizient, gut abarbeitbar bleibt. Herzlichen Dank, Herr Höferlin, für Ihre Ausführungen. Auch bei Ihnen wurde deutlich, dass Sie insbesondere auch auf den Nutzer natürlich gucken, auf die Nutzerperspektive. Und es hat immerhin über eine halbe Stunde gedauert, bis OZG das erste Mal gefallen ist in der Runde. Das allumfassende oder das große Thema momentan in der Verwaltungsdigitalisierung, welches sich aber, das haben Sie ja ganz richtig gesagt, insbesondere auf das Frontend, also das Gesicht zum Bürger und zu den Unternehmen konzentriert und auf dessen Digitalisierung und nicht auf die dahinterliegenden Prozesse im Backend. So, jetzt haben wir ja schon einen breiten Reigen an Erfahrungen, auch an laufenden Projekten, Zielstellungen gehört. Jetzt würde ich einfach mal an unsere heutigen Partner, an Herrn Dr. Rembo und an Herrn Dr. Granzer übergeben wollen und dass Sie das vielleicht mal aufgreifen und noch anreichern, um das, was Secure PIM in dem Umfeld dann an Lösungsmöglichkeiten bieten kann.
Das machen wir sehr gerne. Ich habe etliche Punkte mitgenommen von den KollegInnen, die vorher gesprochen haben, wo wir mit SecurePIM, mit der Systemlösung uns auch sehr viele Gedanken gemacht haben, wie wir dafür Lösungen anbieten können. IT sagt ja immer, ich kann für alles eine Lösung anbieten. Die Lösung muss aber, wie auch völlig richtig gesagt wurde, natürlich nützlich sein und anwendbar sein und die Sicherheit muss verträglich sein. Ich habe ein paar Folien oder wir haben ein paar Folien mitgebracht, von denen ich gerne mal die zweite jetzt schon gesehen hätte. Das gibt so einen Überblick über das, was die Virtual Solution hier anbieten kann. Wir haben, wenn man es in der Nutshell betrachtet, eine sichere Kommunikationslösung, die plattformübergreifend ist. Das hatten wir vorhin ja auch gehört. Es muss auf verschiedenen Endgeräten laufen. Wir reden hier konkret über ultramobile Endgeräte, sprich Tablets und Smartphones, für die wir eine umfassende Lösung haben. Zu unseren Kunden gehören sehr, sehr viele Behördenkunden. Und als ich heute meinen Entwicklungsleitern erzählt habe, dass wir in einem Webinar sind, wo das Auswärtige Amt, ITZ Bund und Mitglied des Bundestages dabei ist, da waren sie ganz stolz, weil das sind letztlich alles Kunden, die zu uns gehören, die wir mit unserer Lösung versorgen in verschiedenen Aspekten. Und da darf eine Entwicklung auch durchaus mal stolz sein, dass man bei so namhaften Namen sehr gut vertreten ist. Wir haben für unsere Lösung in Summe über 300.000 Anwender, die damit arbeiten. Das ist also keine neu geschaffene Anfangslösung, sondern etwas, was am Markt etabliert ist und was als Lösung heute vorhanden ist und bezogen werden kann. Wir entwickelten das, muss ich jetzt sagen, bis vor kurzem mit über 90 Mitarbeitern, davon 60 in der Entwicklung, völlig normal für ein Produktunternehmen in der IT. An den Standorten München und Berlin. An schönen München sitzen auch der Ralf Remmer und ich aktuell. In Berlin haben wir ein Büro, das uns entwicklungstechnisch da unterstützt. Und ich sagte bis vor kurzem, weil wir seit dem 15.02. eine Tochter, ein Mitglied der großen Matana-Gruppe sind. Die Matana ist auch beim ITZ-Bund nicht unbekannt. Ist bei vielen unserer Kunden aus Virtual Solution-Sicht aktiv. Und ich hatte vorhin auch mitgenommen das Thema Fachverfahren, wir müssen Fachverfahren integrieren können. Die Matana baut und entwickelt und betreut sehr viele Fachverfahren, die bei Bundesbehörden im Einsatz sind. Und das ist natürlich eine hervorragende Kombination mit einer Softwarelösung, mit einer Anwendung, die Kommunikation bietet, die Dokumentenbearbeitung bietet und die es auch ermöglicht, Fachverfahren direkt in ultramobile Endgeräte, sprich auf Tablets und Telefone, Smartphones mit einzubinden. Unsere Lösung, das sagte ich anfangs, hat den großen Vorteil, dass sie nicht nur sehr gut funktioniert, sondern auch bestellbar, beziehbar ist. Wir sind bestellbar über das Kaufhaus des Bundes für Bund und Länder. Das heißt ausschreibungsfrei und direkt. Und der Kernpunkt unserer Lösung ist in seiner ganz links. Die Lösung ist zugelassen für VSNFD. Das heißt, wir sind da seit 2017 in sehr engem Kontakt und Zusammenarbeit mit dem BSI. Wir sind damit der Einzige, der eine Lösung auf iOS anbieten kann für VSNFD und auch der Einzige, der eine Lösung sowohl für iOS als auch Android hat. Und da hatten wir ja vorhin auch das Thema Nutzerfreundlichkeit. Die Nutzer müssen gewohnt sein, damit umzugehen. Und das können wir eben auf beiden namhaften Plattformen bieten. Ich hätte gerne die nächste Folie, bitte. Hier sehen wir einen ganz groben Überblick. Und da sehen Sie in der Mitte das Gerät. Das ist jetzt hier beispielhaft am Telefon gezeigt, am Smartphone gezeigt. Gilt genauso für Tablets. Wir haben eine Containerlösung. Der Container ist erstmal abgeschottet, abgesperrt und sicher und bietet damit das komplette Portfolio an Anwendungen, das wir brauchen, um mobil kommunizieren und mobil arbeiten zu können. Mobil, auch nativ, das war ja von den Vorrednerinnen auch so gesagt, die Nutzer müssen es gewöhnt sein, die müssen das sehen können, was sie von nun mal ihrer Plattform Android oder iOS gewohnt sind. Deswegen haben wir jeweils native Implementierungen, die das gewohnte Erscheinungsbild bieten, die gewohnte GUI bieten. Wir können diese Lösung auch sehr einfach ausrollen. Das Thema hatten wir auch beim Auswärtigen Amt. Ein Mitarbeiter im Ausland muss in der Lage sein, schnell aktiv werden zu können.
Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil die Geräte trusted sein müssen, weil Zertifikate draufkommen müssen. Da haben wir teilautomatisierte Prozesse und automatisierte Prozesse, wie wir Geräte sehr schnell und sehr angenehm ausrollen können. Und das ist natürlich auch eins der Themen, wo wir auch gerade mit den Kollegen beim ITZ Bund arbeiten, um das noch komfortabler und für die IT noch besser handhabbar machen zu können. Und so kommen wir flächenübergreifend in einen plattformübergreifenden Rollout. Was Sie hier noch sehen auf dem mittleren Gerät sind die Fachanwendungen, die so im hellblauen Bereich sich befinden, die man in den vom IT-Administrator gemanagten Bereich mit einbinden kann. Und so als Zuckerl obendrauf sehen Sie dann unten noch private Anwendungen, die auf so ein Smart-Device heute einfach dazugehören, weil der Nutzer sie erwartet und weil er nicht versteht, warum habe ich auf meinem gemanagten Device jetzt kein Facebook oder kein Instagram, warum geht das nicht? Das geht mit so einer abgestotteten Containerlösung natürlich sehr gut, weil sie den Zugriff auf die vertraulichen Daten, DSGVO-konform, VS-konform, damit natürlich gut abtrennen und separieren können. Die nächste Folie bitte. Was Sie hier sehen, ist das Portfolio, das Sie von Ihren Anwendungen kennen. Das ist ein voll Office 365 kompatible Anwendungssuite, E-Mail, Kalender, Kontakte, Notizen, Dokumentenbearbeitung im eigenen Modul. Das heißt, Sie können hier Office-Dokumente, Word, PowerPoint, Excel komplett bearbeiten, zurückschicken. Sie können sie vom File-Share aufmachen und bearbeiten. Über den Browser, den Sie ganz links sehen, Browser ist immer so ein vernachlässigtes Stiefkind, ja, ist Internet-Surfen, aber gerade für die Fachanwendungen, die ja vermehrt Web-Anwendungen darstellen oder auch mal über eine Anbindung wie Citrix über den Browser bedienbar sind, ist das natürlich so eine Geheimwaffe, mit der man alles, was so ein Fachverfahren im Hintergrund im Internet läuft, sehr gut in so eine ultramobile Plattform einbinden kann. Kamera, wenn Sie jemals einen Flipchart abfotografiert haben von einer Besprechung und sich dann ein schlechtes Gewissen hatten, weil das irgendwo vielleicht in der iCloud oder bei Google landen könnte, dann brauchen Sie diese Sorgen mit so einer Lösung nicht mehr haben. Wir haben ein eigenes Kameramodul mit drin. Das heißt, alles, was Sie hier abfotografieren, taucht nicht im öffentlichen Bereich auf, sondern bleibt in dem gesicherten Container. Zusätzlich bieten wir, und das gerade in der Zulassung, eine Messenger-Lösung, die auch Voice- und Video-Chat beinhaltet. Und es ist tatsächlich so, dass wir über diese Lösung intern aktuellerweise in Teams abzulösen und die meisten unserer Meetings schon über diese Lösung machen, weil es muss nicht alles bei Microsoft liegen, was wir hier diskutieren. Die nächste Folie bitte. Hier finden Sie ganz rechts das wieder, was Sie für Ihren täglichen Bedarf brauchen, wenn wir über mobiles und ultramobiles Arbeiten reden. Sie finden den E-Mail-Server, Sie finden den File-Server, Sie finden die kompletten Intranet-Services wieder, die Sie heute hosten. Die sind grau gezeichnet, weil sie nicht in das Produktportfolio der Virtual Solution gehören, aber in das Produktportfolio, was die Gesamtlösung SecurePIM integriert und anbietet. Blau gezeichnet darunter, das ist ein Managementportal, mit dem wir unsere Lösung steuern können. Der Zugang in dieses Netz, jetzt von ganz links, von dem mobilen Gerät, erfolgt über ein Standard-VPN-Setup, erfolgt über ein spezielles Gateway, mit dem wir den Zugriff auf Services VSNFD-konform komplett absichern können. Das ist der wesentliche Bestandteil auch der VSNFD-Lösung. Und wichtig dabei ist, wenn man sich die aktuellen Systeme Android 11, auch dann Android 12 anschaut, wenn man anschaut, wo geht Apple mit iOS 15 und 16 hin, da wird immer mehr Wert gelegt auf Privacy. Das heißt, der Nutzer hat das Gerät und die Nutzerdaten müssen geschützt werden vor dem Administrator, der da gar nicht reinschauen will und auch gar nicht reinschauen soll. Und mit so einer Lösung, wo wir eben kapseln können und die Zugänge gut im Griff haben, die Zugänge kapseln können, können wir so den Spagat zwischen dienstlicher Vertraulichkeit im Container und der Privacy, das heißt, der Admin sieht eben nicht, was der Nutzer noch sonst mit seinem Gerät noch macht, sehr gut bewerkstelligen. Sie sehen hinter dem Smartphone da so ein bisschen schräg so eine Smartcard rausjugen. Die Smartcard als Sicherheitsanker ist ein wesentlicher Bestandteil der VSNFD-Lösung. Das ist ein bisschen unhandlich, weil man ein zweites Gerät dazu braucht, auch wenn das zweite Gerät eine Smartcard ist, die heute ganz bequem über NFC, wie sie es vom Mobile Payment gewohnt sind, mit dem Gerät benutzt werden kann.
Da arbeiten wir gerade dran, und das ist so ein bisschen der Bericht aus dem Maschinenraum, da arbeiten wir dran, diese Smart Card zu ersetzen und durch die internen und eingebauten sicheren Elemente in den Geräten sowohl auf iOS als auch auf Android zur Verfügung stellen zu können, sodass Sie diese externe Smart Card nicht mehr brauchen, zu Hause lassen können und das Gerät selbst als Sicherheitsanker dient. Da kommen wir auch zu den Themen, wo man sagt, Sicherheit muss handhabbar bleiben. Das darf man durchaus sagen, es muss Spaß machen, so eine Lösung zu benutzen, und sie darf eine nicht einschränken. Das erreichen wir dadurch, dass wir solche Hindernisse wie eine externe Smart Card beginnen abzulösen, dass wir native Apps haben, die der Nutzer einfach kennt, wo er sagt, da finde ich mich sofort zurecht, da ist das Bedienparadigma auf iOS und auf Android-Seite auch gewährleistet und ich kann sofort damit umgehen. Auch die Betriebsmodi, die bezüglich Privacy hier eingeführt werden von Google, Copy Mode und so weiter, können wir damit sehr gut und problemlos mit abdecken. Die nächste und letzte Folie bitte. Das ist das, was ich Ihnen in Summe mitgeben möchte. Diesen sicheren, ultramobilen Arbeitsplatz, den wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, den gibt's, den haben wir. Das ist ein Problem, das muss nicht mehr gelöst werden. Containerlösungen wie unser SecurePIM tun das und sichern das und sichern dazu gleichzeitig eine maximale Flexibilität und eine maximale Sicherheit. Auch für eine IT, das Thema Rollout hatten wir auch viel erwähnt vorhin, das muss einfach auszurollen sein. Die IT möchte nicht unbedingt jedes Gerät individuell konfigurieren müssen, sie möchte es nicht in die Hand nehmen müssen und dann dem User übergeben, sondern das muss automatisiert, möglichst weitgehend automatisiert passieren können. Das ist wichtig. Das sind auch Themen, die wir da bearbeiten. Die Anwendung von Fachverfahren hatte ich schon erwähnt. Unabhängigkeit von den Geräten, von den Prozessen, von den Dienstmodellen. Prozesse sollen unterstützen und sollen nicht behindern. Dasselbe gilt für das Thema Sicherheit. Und last but not least, deutsche Datensouveränität, Technologiestandort sichern, sowohl die Virtual Solution als auch die komplette Matana hat ihren Standort und hat ihren Fokus auf Deutschland, und deswegen können wir da auch sehr nah an den Behörden und den Behördenbedürfnissen arbeiten. Last but not least, das Thema Zulassung, viel auch unserer Lösung ist zugelassen für VSNFD, und da arbeiten wir mit dem BSI auch sehr intensiv daran, diese Zulassungen zu flexibilisieren. Zulassung ist immer etwas, das dauert lange, es hat einen langen Zeitrahmen und dann ist es zugelassen und dann läuft es für 2-3 Jahre. Mit ultramobilen Anwendungen funktioniert das so nicht. Und da muss ich auch mal ein großes Dank ans BSI aussprechen. Da zeigt man auch Flexibilität, um da viel schneller zu werden, um auch Features, wie es der Höfelin vorhin erwähnt hat, Features schnell in so eine zugelassene Lösung einbauen zu können und über entsprechende Updates der Zulassung auch schnell dem Nutzer zur Verfügung stellen zu können, damit man da nicht 2 Jahre auf den nächsten Zulassungszyklus warten muss. Damit bin ich einmal durch. Ralf, du hast mich nicht unterbrochen, das heißt, ich habe nichts vergessen. Alles gut. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich jetzt auf die Diskussion und die Fragen, die dazu kommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Granzer. Herr Rembo, auch wenn Sie ihn nicht unterbrochen haben, wenn Sie noch etwas ergänzen möchten, haben Sie natürlich auch dafür das Wort. Ansonsten schalten Sie sich einfach bei Gelegenheit in unsere Diskussion ein. Frau Dr. Briegel, ich hatte Sie gerade kurzfristig verloren, beziehungsweise wir hatten Sie verloren. Das scheint jetzt aber wieder hergestellt zu sein. Das freut mich sehr. Ich habe mal ein paar Themen identifiziert, die wir vielleicht noch vertieft diskutieren können. Da aber nochmal der Hinweis, liebe Zuschauende, bringen Sie sich gerne mit Fragen ein. Also wir sind offen, mit Ihnen in die Diskussion zu gehen und sitzen dafür auch heute hier. Ein Thema, welches eigentlich alle Ihre Impulse geprägt hat, war das Thema Nutzerorientierung, Nutzerfreundlichkeit, Nutzerakzeptanz. Da würde ich vielleicht gerne nochmal reingehen und versuchen, das nochmal so in verschiedene Aspekte zu hinterfragen. Nutzerfeedback. Wie integriere ich Nutzerfeedback? Sie hatten das gesagt, Frau Dr. Briegel, insbesondere mit Blick auf die Integration von Fachverfahren. Also Stichwort, es werden Begehrlichkeiten geweckt, und hatten auf die Querschnittsdienste verwiesen. Wie muss ich mir das vorstellen oder wie erfolgt die Integration von Nutzerfeedback? Ist das einfach so ein Sammeln aus der Luft oder gibt es da auch gewisse Strukturen,
die dahinter stehen, um das dann auch koordiniert mit der Anbieterseite beispielsweise dann zu erörtern in der Folge. Das geht jetzt nicht nur an Sie, Frau Dr. Briegel, sondern das geht natürlich genauso an Sie, Herr Dr. Eggedi, aber auch Herr Höferlin kann da sicherlich etwas zu sagen. Deswegen offene Frage, aber das erste Wort haben Sie, Frau Dr. Briegel. Also bei uns ist das tatsächlich so, dass wir die Anforderungen derzeit einsammeln, dass wir sie auch bündeln, dass wir sie auch aufbereiten und dann unmittelbar mit den Herstellern der Lösungen besprechen hinsichtlich der Umsetzbarkeit. Vermutlich wäre das sehr wünschenswert, wenn man so eine Art Stelle hat, wo generell Anfragen, Anforderungen eingebracht werden können, die man dann konsolidiert. Es sind sicherlich aus verschiedensten Behörden dann doch wieder sehr ähnliche Anforderungen und die dann man dann vielleicht etwas gesteuerter auch in den Entwicklungsprozess mit einbringen kann. Bei der Dienstekonsolidierung gibt es tatsächlich, also was jetzt PVS betrifft oder die E-Akte, da gibt es solche Stellen, ne, was jetzt speziell mobile Geräte betrifft, die ja jetzt privatwirtschaftlich sozusagen entwickelt worden sind, gibt es das meines Wissens nicht. Da müsste man aber mal Richtung Virtual Solution gucken. Guck erstmal Richtung Herrn Dr. Eggedi. Ja. Oder bitte. Ich fange mal kurz an, dann kann mir Herr Eggedi noch widersprechen. ich würde sagen, es gibt so drei Bereiche, die man schauen muss. Das erste ist Einsatz solcher Software und solcher Lösungen in dem Bereich, in dem man den Usern nichts vorschreiben kann. Davon kann ich ein Lied singen, weil der Abgeordnete an sich ist ja ein Freier. Das heißt, das ist anders als in der Behörde, wo man eine Dienstanweisung gibt, was der Abgeordnete nicht machen möchte, macht er dann nicht. Das führt dazu, ich bin ja auch IT-Beauftragter meiner Fraktion, bin in der E&K-Kommission des Deutschen Bundestages, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wie, ich habe es vorhin im Eingangsstatement ja gesagt, wie schaffen wir es dazu, dass nicht nur die Lösung akzeptiert wird, sondern dass sie auch benutzt wird und Lust darauf gemacht wird. Ansonsten erfolgt die Ausweichbewegung, sie wird nicht benutzt. Das wird einfach eine andere Lösung genommen. Dann haben wir aber noch die Möglichkeit, die es gibt, in der Anweisungs- oder in der weisungsgebundenen Hierarchie. Ich nehme jetzt mal eine klassische Behörde, da kriegt dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter kriegen irgendeine Lösung vorgesetzt. Und da gibt es auch natürlich Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die blöd ist, ist, man kann nicht das machen oder kann nicht so schnell oder nicht so einfach das machen, was man möchte. Und dann muss natürlich trotzdem was gemacht werden. Dann benutzt man einfach ein anderes Tool. Ja, also der Klassiker, den wir jetzt als Innenpolitiker dann immer wieder gehört haben, die Polizei, die ein Bild zum Abgleich mit der Dienststelle nicht hin und her schicken konnte mit ihren Möglichkeiten und dann den Personalausweis bei der Kontrolle mit WhatsApp abfotografiert hat und zum Kollegen geschickt hat. Also klassische Ausweichbewegung, die funktioniert sicherlich auch bei ganz normalen Verwaltungsverfahren in der Behörde, vor allen Dingen, wenn es mobil wird, dann schreibt man eben seinem Kollegen, dessen WhatsApp man hat, eine Nachricht und bespricht den internen Verwaltungsvorgang quer durch die Welt über eine mehr oder weniger, ich würde sagen, weniger vertrauenswürdige Plattform. Oder man macht eben etwas nicht und verwendet dann eben, wartet eben, bis man wieder an einem stationären Arbeitsplatz ist, weil man es eben nicht machen kann. Und was Sie jetzt gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie schafft man Nutzerfreundlichkeit auch durch Feedback? Und das ist eine zweiseitige Sache. Erstens muss man erfahren, was wollen die Nutzer haben und wie soll es funktionieren? Und dann wird man aber am Ende nicht alles mit den Vorgaben, die wir haben, umsetzen können. Da kann man einmal an den Vorgaben arbeiten, indem man vielleicht an manchen Stellen mal mit 80-20 auch in Richtung Sicherheit geht, mit dem Gedanken, naja, besser, Sie benutzen die sichereren Wege, als auszuweichen über sonstige Messenger. Und dort, wo es nicht geht, muss man eben auch umgekehrt kommunizieren. Ich habe das auch oft vermisst, auch bei uns im Bundestag, und ich kriege das auch aus meiner IT-Erfahrung natürlich immer wieder mit. Wenn ich nicht erkläre, warum eine bestimmte Maßnahme notwendig ist, vielleicht sogar an einem ganz konkreten Beispiel, dann gibt es auch keine Einsicht. Also zum Beispiel, wenn ich den Zugriff über E-Mail, über Passwort und Username habe und dazu noch einen zweiten Faktor benutze, um irgendwo auf eine Plattform zu kommen, auf der ich vielleicht von außen arbeiten kann, und ich füge dann noch ein VPN dazu, dann sagen dann viele, naja, reichen denn zwei Sachen nicht? Warum muss das jetzt noch ein VPN sein? Es gibt gute Gründe, warum man das unter Umständen macht, weil man vielleicht mit einem Penetrationstest herausgefunden hat, dass sich über Social Engineering sehr gut der Username, das Passwort und der zweite Faktor erfragen lässt und deswegen ein VPN unbedingt notwendig ist. Das muss man aber dann in dem Fall erklären. Wenn man das nicht tut, führt das zur Ablehnung
dieser Verfahren. Und das ist ja die Grundlage alles. Wenn ich User nerve mit ändere dauernd dein Passwort in engen Rhythmen, anstatt ihnen zu erklären, wie erstelle ich ein Passwort, was sicher ist und was überall unterschiedlich ist und ich mir trotzdem merken kann, dann habe ich eine andere Herangehensweise. Was ich sagen will ist, abschließend, man muss in beide Richtungen reden. Wenn man Nutzerfreundlichkeit und Lösungen haben will, man die Sicherheit erhöhen will, dann muss man den User mitnehmen und dann muss man nicht nur abfragen, sondern auch aktiv kommunizieren, was nachher und wie umgesetzt ist und warum. Sonst wird es nicht funktionieren. Vielen Dank. Großes Potenzial für einen Widerspruch von Herrn Dr. Icke, die sehe ich nicht, aber vielleicht der 80-20-Ansatz, vielleicht nehmen wir den mal. Wäre das auch ein tragbarer für Sie im Auswärtigen Amt? Nein, tatsächlich an der Stelle kann ich nicht widersprechen, will ich auch gar nicht widersprechen, weil das genau unser Credo ist. Also wir haben jetzt seit mehreren Jahren so eine zweiseitige Nutzerkommunikation aufgebaut, in der wir viel erklären, wahnsinnig viel erklären, weil natürlich auch das, was die verschiedenen digitalen Lösungen ausmacht, natürlich immer auch wieder ein bisschen anders ist. Also das, was bei der einen jetzt unbedingt an Sicherheitsfeatures gemacht werden muss, muss bei der anderen eben nicht. Und das muss man erklären. Und wir haben da inzwischen in unserer Architektur auch ein sehr großes Play, was inzwischen so tief eingesunken ist, dass selbst Nutzerinnen es uns erzählen. Wir haben ja drei Sicherheitsräume, offen, NFD und höher. Und da ist ein Bewusstsein für geschaffen worden, dass ich natürlich bestimmte Sachen im offenen Bereich machen kann und dass das dann auch ganz toll ist. Da habe ich dann eben die nativen Apps und alle sind glücklich. Aber gleichzeitig haben wir dadurch es geschafft, eben eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass es eben, wenn es um schützenswerte Informationen geht, dann wird es meistens nutzerunfreundlicher. Und wir haben jetzt nur bis NFD gesprochen. Also spätestens, wenn wir im Bereich VSV und höher sind, dann wird es eben noch ein bisschen schwieriger, manchmal Themen zu bedienen. Aber die Nutzerinnenakzeptanz haben wir eben hier steigern können, weil wir es eben erklären können und auch erklärt haben. Und ich glaube auch, was sehr, sehr wichtig ist, und den Punkt würde ich ganz gerne aufgreifen, ist, dass man, wir haben auf der einen Seite einen absoluten Drang nach Geschwindigkeit, also das verlangen Nutzerinnen auch, ich glaube, da können wir alle so unterschreiben. Und vor dem Hintergrund haben wir uns zum Beispiel dagegen entschieden, einen bürokratischen Prozess aufzusetzen, wie jetzt Nutzerfeedback kommt, sondern wir haben da uns für normalen Prozesse für genutzt, keine zentrale Stelle, ganz bewusst nicht aufgesetzt, weil das eben die Agilität hinten auch behindern würde. Wir haben Checks and Balances eingeführt, dass wir eben auch teilweise dann mal zentral nachfragen, wie gefällt es denn, um hier quasi ein Gegengewicht zu haben, dass eben nicht diejenigen, die am lautesten und am schnellsten rufen, quasi ein Produkt prägen und 80% der Nutzerinnen sagen, was ist denn das jetzt? Ja, also muss man auch drauf aufpassen. Aber das in einem absolut formalisierten Prozess zu machen, wie bei der Dienstekonsolidierung, wo das bestimmt seine Berechtigung hat und auch sehr, sehr sinnvoll ist, haben wir jetzt in dem Bereich ganz bewusst vermieden, wenn es agil sein soll. In anderen Bereichen, wo wir jetzt nicht so auf die Geschwindigkeit angewiesen sind, ist es wieder anders. Aber gerade in dem Moment, wo wir im Bereich ultramobile Kommunikation unterwegs sind, wir kennen alle die Entwicklungszyklen der Smartphones, der Tablets, da haben wir einfach eine Erwartungshaltung, dass man natürlich mitgeht. Und wenn man da nicht mitgehen kann, dann haben wir die Ausweichbewegung, die sowohl von Frau Briegel als auch von Herrn Höferlin beschrieben worden sind. Und das müssen wir einfach mit allen Mitteln vermeiden, damit dann eben auch die sicheren Lösungen benutzt werden. Vielen Dank. So, jetzt sind wir am Ende des Prozesses und dann bin ich bei Ihnen, Herr Dr. Granser, beziehungsweise, wenn Sie mögen, auch bei Herrn Dr. Rembohr. Wie greifen Sie das Feedback dann für Secure PIM auf? Ja, also ich glaube, man muss da nochmal grundlegend eine kleine Lanze zumindest für die IT-Industrie sprechen. Also diejenigen von uns, die vielleicht noch mit Workstations auf Mainframes zugegriffen haben und die Frontends dort kennen, die haben ja durch die schiere Tatsache, dass wir hier über Smartphones und Tablets reden, ja, schon einen gewaltigen Fortschritt, was jetzt User-Akzeptanz, Anwenderfreundlichkeit und so weiter geht. Die geschilderte Containerlösung von Herrn Granser vorgestellt, ist ja zum Beispiel auch lauffähig im Sinne von Bring-Your-Own-Device-Konzepten auf Smartphones, was der Anwender einfach zu Hause hat und kennt. Also insofern, da haben wir einfach durch die schiere Tatsache, dass wir hier über eine App sprechen, für die sichere ultramobile Kommunikation schon einen gewaltigen Schritt Richtung User-Akzeptanz gemacht. Weitere, wenn man so will, abstrakte Dinge, die einfach gelöst werden müssen,
Herr Höferlin hat es angesprochen, es gibt zum Beispiel in der IT des Bundestages auch ein Projekt, sichere mobile Kommunikation den Abgeordneten, wenn ich das so sagen darf, anzudienen. Da wurde ja schon drüber gesprochen, dass wir im VSNFT-Bereich natürlich hier eine Authentifizierung über das Smartcard brauchen. Und der Prozess kam ausgesprochen schlecht an. Also insofern ging da jetzt auch schnell alle Weichen aufgrund des User-Feedbacks da, aber natürlich auch an anderer Stelle hin zu Alternativen wie NFC oder wie dem genannten Projekt Internal Smartcard, dass man das Handy ohne zusätzliche Karte benutzen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die wir ganz abstrakt auch angehen müssen. Und zusätzlich, die Punkte sind auch schon genannt worden, einfach auch die Anwendungsbreite auf dem Device erhöhen, ja, indem wir zum Beispiel die gängige Fachverfahren, Alltags-Self-Services, solche Szenarien auch einfach zugänglich machen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, wenn man user-zentriert oder anwenderzentriert denkt. Ansonsten kann ich nur unterschreiben, was das Auswärtige Amt, was Herr Eggedy hier macht, sehen wir auch als einfach ein Frontrunner in diesem Themenfeld, schnell in die Breite und in die Anwendung zu kommen und das Ganze als Programm zu begreifen. Ja, also das will ich vielleicht an der Stelle nochmal ansprechen. Für uns selbst ist User Experience natürlich ein Entwicklungsthema, das in die Entwicklung einfließt, das Teil des Produktmanagements, Teil des Testings und so weiter und so fort ist, wo wir natürlich auch sehr, sehr interessiert immer an Rückkopplungen von Programmen und nicht nur im Sinne von technischem Rollout, sondern genau in dem Sinne, dass man hier eine langfristige Betreuung der Anwendung, eine langfristige Betreuung der Anwender eben auch braucht und da eine Rückkopplung dann natürlich auch braucht für uns in die Entwicklung, wo es natürlich ganz, ganz wichtig ist, die ersten Punkte, die ich genannt hatte, abstrakt umzusetzen, aber dann natürlich, das ist eine immerwährende Aufgabe und mit jedem Update auf dem Handy merken wir ja selbst, dass sich die Apps verändern und das ein oder andere nochmal angepasst, im Zweifelsfall hoffentlich verbessert wird, das ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir so viel wie möglich natürlich technisch bereitstellen, auf der anderen Seite so, dass es die User-Akzeptanz auch findet und in die Breite, guten Gewissens in die Breite getragen werden kann. Auch da bin ich ganz bei Herrn Höferlin, das muss sexy sein. Erstmal ist es das, weil es, wie gesagt, eine App ist, ja, und nicht ein Frontend von vor 20 Jahren. Insofern ist die Arbeit mit Smartphones ja schon mal viel interessanter und schöner und einfacher und intuitiver, als wir das so noch von alten Technologien her kannten. Aber wir bleiben dran, die Anwendungen weiter sexy zu machen oder zu halten. Wenn man sich das Thema anschaut, wie gut benutzbar ist denn so eine Lösung überhaupt? Was muss ich starten? Wie viele Schritte muss ich durchgehen, bis ich überhaupt irgendetwas nutzen kann? Dann ist das natürlich etwas, wo man viel Arbeit reinstecken muss. Wie akzeptiert das ein Nutzer? Akzeptiert ein Nutzer, wenn er eine App startet, um etwas zu machen? Ja, das tut er, weil er startet sein E-Mail-Programm ja auch. Und ob ein E-Mail-Programm startet oder einen Kommunikationscontainer startet, ist vom Aufwand für den Nutzer und vom Nutzererlebnis her dasselbe. Ich starte eine App und so ein Container ist nichts anderes als eine App, die dann verschiedene Features bietet. Das muss für den Nutzer wirklich so sein, wie er das gewöhnt ist. Ich mache mein E-Mail-Programm auf, ne? Ich mache halt meinen Secure-PIM-Container auf und dann kann ich kommunizieren. Was Sie, Herr Höferlin, vorhin auch meinten mit dem VPN, ja, das ist durchaus ein unschönes Thema. Ein VPN aufzubauen auf einem normalen Device ist genauso unschön wie für den IT-Administrator ein VPN auszurollen. Deswegen hatten wir ja vorhin von dem Punkt, das muss automatisiert passieren. Und man hat da durchaus die Möglichkeiten und ein SecurePIM macht das auch. Der startet den VPN schlicht und ergreifend im Hintergrund. Das heißt, man startet die App und das VPN baut sich im Hintergrund auf. Man merkt natürlich eine kleine Verzögerung, weil das VPN etabliert werden muss. Das geht aber inzwischen ratzfatz. Und man kann auch über ausgeklügelte Sicherheitsverfahren sicherstellen, dass man so Komfortfeatures wie Face ID, Touch ID benutzen kann, um im Hintergrund einen sicher gesperrten Container für den Nutzer in dem Moment, wo er ihn wieder in den Vordergrund holt, auch wieder zu öffnen. Und da haben wir auch einen großen Schritt mit dem BSI gemacht, um sowas wie Touch ID und Face ID überhaupt wieder ermöglichen zu können. Das ist ein schönes Beispiel, weil das erwartet man einfach, dass das da ist. Und wenn man sich sicherheitstechnisch anschaut, dann ist das ein Riesenhub, den man da einbauen muss. Und genau solche Lösungen, das ist auch genau das User-Feedback, das wir hier brauchen, wo uns die Anwender sagen,
ist schön, schön es zu haben, aber ich kann es nur nutzen, wenn sich ein VPN aufbaut, automatisch aufbaut, wenn ich mit Face ID entspannen kann, wenn ich eigentlich gar nicht merke, dass es um eine Container-App geht, sondern wenn ich einfach irgendetwas starte und dann arbeiten kann. Und weil Sie das mit der Polizei vorhin gesagt haben, Herr Höferlin, ist gut, dass ich die Kamera vorhin erwähnt habe, weil da wäre das schlicht und ergreifend nicht passiert. Da wäre dieses Foto und dieser Personalausweis problemlos innerhalb einer VSNFD oder zumindest einer VSNFD vergleichbaren Struktur. Vielen Dank. Wir haben hier eine Diskussion im Chat sozusagen. Das bringt mich aber auch zu einer Frage, die dahinter steckt. Da wird der Wunsch geäußert, also man sollte doch einfach Secure PIM automatisch auf dem Handy schon starten und dass der Nutzer dann aktiv hingehen muss, wenn er nicht innerhalb der Containerlösung kommunizieren will, da ausbrechen sozusagen. Also quasi by default sozusagen. Ist das möglich? Ist hier die Frage. Ich würde es nicht machen, ob das technisch möglich ist, ja oder nein, weil da würde ich das Thema Nutzererlebnis wieder in den Vordergrund stellen. Ich glaube, jeder Nutzer haut uns eine Lösung um die Ohren, die auf seinem Gerät erzwingt, dass automatisch irgendetwas im Vordergrund startet und er kann nicht selbst entscheiden, ich will dies oder ich will das oder ich will jenes tun. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und er geht ja in die Richtung von dem, was ich gerade gesagt habe. Da sind verschiedene Apps auf dem Telefon. Der Nutzer hat die Wahl, was will ich jetzt tun? Er sagt, ich will jetzt kommunizieren. Also starte ich meine Kommunikations-App. Ob ich einen E-Mail-Client starte oder einen Secure PIM starte, ist für den Nutzer völlig gleichwertig. Und er kriegt ja nicht einen trockenen Container, der schwarze Schrift auf grauem Grund irgendwie das zeigt, sondern er kriegt ein natives Benutzungserlebnis, unterschiedlich auf Android und iOS, mit dem er dann arbeiten kann. Also von daher den User so zu gängeln, dass man ihm sagt, automatisch startet der Container, da wäre ich vorsichtig. Also ich kann das nur unterstützen. Ich denke, wenn ich meine Bahnverbindung nachgucken möchte und dann geht als erstes mein Secure PIM auf, wäre das ausgesprochen ungünstig, sage ich jetzt mal. Das würde mich, glaube ich, eher nerven, als dass es mir helfen würde. Auf der anderen Seite haben halt die User tatsächlich so ein bisschen auch dieses Problem, dass die Funktionalitäten gefühlt doppelt da sind. Sie haben eine Kamera im sicheren Bereich, sie haben eine Kamera im nicht sicheren Bereich, sie haben ein E-Mail-Client im sicheren Bereich und im nicht sicheren Bereich. Und ich glaube, das zu verstehen, warum das so ist und warum es da keine Verbindungen zueinander gibt, wenn man was zu nutzen hat, das ist die große Herausforderung, wenn man app-basiert arbeitet. Den E-Mail-Client, weil Sie es angesprochen haben, im privaten Bereich eigentlich gar nicht bräuchten. Den könnte man auch komplett runterlöschen, weil Sie in einem Secure PIM auch weitere E-Mail-Accounts, auch private E-Mail-Accounts einbinden könnten, die dann auch noch schön geschützt werden. Aber ja, dieser Dualismus ist klar. Ich hab zwei Kameras, ich habe zweimal Kontakte, ich habe zweimal E-Mail, hat aber auch den Hintergrund der Privacy, den ja auch Gerätehersteller ganz vorne hinstellen. Meine privaten Kontakte möchte ich vielleicht ganz bewusst trennen von den beruflichen Kontakten. Niemand muss wissen, mit wem ich da kommuniziere. Die Logfiles, die der Admin zieht, müssen nicht das enthalten, was ich privat tue. Also es gibt auch Gründe für. Ich will es nicht übertreiben. Vielleicht müssten wir sowas sogar mal mit der Arbeitnehmervertretung besprechen, weil es ist ja tatsächlich so am Ende des Tages. Wir trennen ja dienstlich und privat dann eigentlich sauber und wir würden dann dienstlich immer in den Vordergrund stellen, ja, vor Twitter oder Instagram oder ich checke mal eben das Wetter oder ich Google irgendwas, ja. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wir müssen aber, da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Dr. Briegel, glaube ich, nochmal stärker erklären. Das ist der dienstliche Bereich oder das ist das dienstliche Arbeiten. Da finde ich sozusagen, das ist ja auch dann ein Idealbild, künftig meinen IT-Arbeitsplatz sozusagen auf Smartphone oder Tablet auch wieder. Und insofern ist da dann eben der sichere Mail-Client, wie auch immer, in der Abgrenzung zu dem, was ich im privaten Bereich nutze, ja. Ein Kollege aus dem Marketing hat das mal so schön formuliert, der Container ist wie so eine Bürotür. Wenn ich den zumache, ist die Bürotür zu und ich habe meine Ruhe. Und, kann privat weiterarbeiten.
Vielen Dank. Ja, wir haben noch eine weitere Frage aus dem Bereich User Experience, wenn ich das mal so überschreiben darf. Hier heißt es, wir haben die Herausforderung, dass die Office Integration in Containerlösungen meist schlecht realisiert ist. Anzeigen der Dokumente ist kein Problem, aber das echte Bearbeiten ist meist nicht unterstützt. Wie löst SecurePIM diese Herausforderung? Aber zunächst vielleicht auch mal die Frage, bevor Sie was sagen, Herr Dr. Rembo oder Herr Dr. Granzer, mal die Frage an Herrn Dr. Egedi und auch an Herrn Höferlin, die ja damit arbeiten, auch an Sie, Frau Dr. Briegel, haben Sie die Erfahrung auch gesammelt, dass das echte Bearbeiten Schwierigkeiten macht? Ja, wenn ich dann mal derjenige bin, der Wasser in den Wein gießt, ja, da ist natürlich noch Luft, Punkt. Das ist eine schwierige Geschichte, das vernünftig zu integrieren. Und damit müssen wir zum derzeitigen Zeitpunkt leben. Das habe ich allerdings vorhin etwas verklausuliert, formuliert mit, die Sachen müssen eben nativer werden. Und diese Akzeptanz von jedenfalls unseren Nutzerinnen und Nutzern ist da natürlich nur dann gegeben, wenn es sich genauso anfühlt und auch von der Funktionalität in vollen Umfang hat wie die native Umgebung. Ob das jetzt ein Office-Produkt von Microsoft ist oder irgendein anderes Produkt, aber es muss sich quasi ähnlich anfühlen. Die Überarbeitungsfunktion muss funktionieren und sowie dort auch nur die kleinsten Ruckeleien auftreten. Also nach unserer Erfahrung, nach dem dritten Mal nutzen es die Nutzer dann auch, Nutzerinnen dann auch nicht mehr, sondern dann wird im Endeffekt noch über die Mail gearbeitet, aber die Anhänge werden mobil nicht mehr bearbeitet. Ja, da ist noch Luft nach oben. Aber ich finde das auch nicht unredlich, wenn man sich die komplette Lösung anschaut. Es wurde ja gerade gesagt, mit Face ID und anderen Themen, also wir sind viele Sachen vorangekommen. Das ist noch ein Punkt, der noch verbessert werden muss. Aber man muss mal auch fairerweise sagen, das ist dann auch die Königsklasse, wie ja auch schon der Fragen oder die Fragestellerin auch gesagt hat, weil man sich doch mit etwas größeren Konzernen an der Stelle rumschlagen muss, die vielleicht nicht immer die gleichen Interessen haben wie irgendein Wirtschaftsteilnehmer, der diese Lösung nutzt. Und deswegen ist es auch wichtig, Stichwort digitale Souveränität, dass wir hier mit offenen Standards arbeiten. Und das betrifft natürlich auch alle Containerlösungen, ob das nachher die Telefonie oder andere Themen sind. Wir haben in den letzten 10 Jahren auf die harte Tour gelernt, dass es unsere Aufgabe ist, von der Industrie einzufordern, dass sie ihre Lösung auch nachher über offene Standards zur Verfügung stellt. Nur dann haben wir einen echten Wettbewerb. Sonst ist das viel Gelobte. Wir haben einen Best-of-Breed-Ansatz, eigentlich nur ein, wir haben einen Best-Monopolisten-Ansatz und das wollen wir natürlich nicht und das ist auch nicht im Interesse der Industrie. Die Frage war ja, wie löst SecurePIM das? Egidi, Sie haben die Antwort schon so fast gegeben. SecurePIM hat eine komplette Office Suite integriert im Container, die voll kompatibel ist zu Microsoft Office. Es ist nicht Microsoft Office aus genau dem Grund, dass man hier nicht unbedingt mit einem großen amerikanischen Hersteller ein schwieriges Bündnis eingehen will. Es ist quasi die zweitgrößte oder die zweitverbreiteste mobile Office Suite, die wir hier einbauen, sodass Sie Dokumente lesen und bearbeiten können. Ja, an der einen oder anderen Stelle geht das ein bisschen anders, als man es von der mobilen App von Microsoft gewöhnt ist, liegt auch daran, dass ein Hersteller, der nicht VSNFD unterworfen ist, natürlich sehr viel flexibler ist, Funktionalitäten umzubauen und zu erweitern, während wir mit einer VSNFD-Lösung natürlich immer erstmal mit dem BSI sprechen müssen und das Thema hatten wir vorhin, wie kriegen wir das schneller hin, um hier auch schneller anpassen zu können. Und ja, die Überlegungen, kann ich auch andere Office-Pakete integrieren mit demselben Sicherheitsniveau, ist etwas, was auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft ist. Aktuell haben wir das über die Integration einer Full Office-kompatiblen Lösung gelöst. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Da gibt es natürlich sehr interessante Anknüpfungspunkte dann zu dem Themenfeld User-Akzeptanz und Anwendungsszenarien, die wir eben diskutiert haben. Ein sehr prominenter Vertreter der Partei von Herrn Höferlin aus dem Bundesfinanzministerium wünscht sich etwa die Bearbeitung von Dokumenten mit dem Apple Pencil. Ja? Und
da wird es eine Projektsituation dazu geben. Und das zeigt ja schon, dass wir hier über eine Technologie sprechen, die hier sehr viel bietet auch einfach. Ja? Und Dokumentenbearbeitung ist wichtig, da müssen wir in der Breite weiter dran arbeiten und dann auch mit den innovativen Szenarien, die diese Devices bieten. Und insofern bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir jetzt weniger an der Stelle ein Problem haben, vielleicht viel eher an der Stelle, wie bekommen wir die Anwendungen schnell in die Breite, ja, weil die Sicherheit entsteht nicht dadurch, dass Piloten die Lösung einsetzen, sondern dadurch, dass wir sie breit an die Anwender hinbekommen. Ja, das ist eigentlich so das Hauptanliegen, was wir im Moment sehen, wenn wir so auf den Markt schauen. Ja, die Größe der Projekte, die Finanzausstattung, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Schnelligkeit, wie wir dann die sichere Technologie auch wirklich in die Anwenderlandschaft bekommen. Vielen Dank. Ja, das würde ich nochmal aufgreifen, weil da gibt es auch ein Statement im Chat, das ich mal so biegen würde, dass es vielleicht noch für unsere Diskussion gut zu handeln ist. Frau Dr. Briegel hatte es gesagt in ihrem Impuls, also grundsätzlich würde es reichen, Secure PIM jetzt mal als Beispiel auf der Management-Ebene zu streuen. Was darunter passiert, wäre das dann nicht unbedingt notwendig. Nun könnte es aber natürlich sein oder könnten beispielsweise, nehmen wir mal den Bereich des Deutschen Bundestages, könnte ja im Abgeordnetenbüro nicht von Herrn Höferlin, sondern von anderen, könnten ja irgendwelche gegebenenfalls sensiblen Informationen ja durchaus auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann per WhatsApp oder wie auch immer per E-Mail durch die Lande geschickt werden, weil es eben an einer solchen sicheren Lösung fehlt. Das kann man jetzt analog auch für das mittlere Management, sage ich mal, der öffentlichen Verwaltung oder so übertragen. Also brauchen wir nicht doch auch in der Vertikale eine tiefere Durchdringung mit sicherer mobiler Kommunikation, auch im Tablet- und Smartphone-Umfeld, um dann letztlich auch nicht über derartige Achillesfersen, wie ich sie gerade versucht habe zu beschreiben, dann letztlich doch angreifbar zu sein. Herr Höferlin, da ich den Bundestag so als Beispiel genommen habe, explizit Ihr Büro natürlich ausgenommen, ja. Sind Sie der? Sie nicken schon, Sie sehen mein Nicken schon so. Also ich bin ja als Innenpolitiker auch immer wieder mit der Frage beschäftigt, auch schon seit Jahren beruflich mit der Frage Cybersicherheit. Und die Frage, die mich als erstes umtreibt, ist natürlich die, was ist eigentlich das Interessante anzugreifen, wenn ich an Informationen kommen will. Und es ist natürlich nicht interessant herauszufinden, was ich in einer halben Stunde sowieso per Pressemitteilung veröffentliche. Aber es ist viel spannender herauszufinden und auch viel vertraulicher, was denn zum Beispiel davor passiert ist. Also wie zum Beispiel eine Meinung entstanden ist oder warum man bestimmte Formulierungen gewählt hat oder warum auch nicht. Und das ist die bürointerne Kommunikation. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, warum immer noch Entscheider, und ich schließe da auch die Abgeordneten im ganzen Bundestag mit ein, der Meinung sind, die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern sei nicht besonders wichtig. Ich glaube, es ist umgekehrt so, dass das im politischen Umfeld beispielsweise die interessanteste Kommunikation ist, weil das nämlich die Entstehungsgeschichte von den Ergebnissen, die man nachher veröffentlicht hat, aufdeckt und klar macht. Und deswegen... Ich finde es toll, wenn wir heute über so eine Containerlösung sprechen. Die muss man aber dann auch konsequent in den Bereich ausdehnen. Derzeit würde ich sagen, ohne es jetzt zu wissen und überprüft zu haben, behaupte ich jetzt einfach mal ins Blaue, dass ein Großteil der Kommunikation zwischen Abgeordneten und ihren Mitarbeitern unverschlüsselt, zwar vielleicht innerhalb des Bundestages auf dem Exchange-Server passiert, aber das ist mir nicht sicher genug aus IT-Sicherheitssicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das in Behörden ein ähnlicher Gedankengang ist, dass da Mitarbeiter verschiedener Referaten bürointern kommunizieren und sagen, naja, wir kommunizieren ja bürointern und ich sitze am Heimarbeitsplatz und ich benutze eben vielleicht auch eine ungesicherte Verbindung. Das heißt, hier geht es nochmal weniger um die technischen Möglichkeiten. Ja? Jedes Unternehmen, das sich mit Cybersicherheit beschäftigt, findet für solche Herausforderungen eine Lösung. Die Frage ist eigentlich eher, wird sie nachher so dargeboten und so erklärt und dass die Notwendigkeit für den Benutzer ersichtlich ist, dass er sie nachher auch nutzt. Und das ist, glaube ich, eher die große Herausforderung.
Und da ist es viel wichtiger, dass man auf beiden Seiten viel mehr da reingibt, dass man erklärt, warum Dinge gemacht werden. Ja, das ist das, was die Herausforderung auf jeden Fall im Bundestag ist. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und ich glaube aber auch in vielen Behörden. Also die Erkenntnis und das Transportieren des Sinns und gleichzeitig das möglichst einfach machen von neuen Technologien und vielleicht auch mal dann auf das ein oder andere Feature zu verzichten, aber darauf hinzuweisen, ja, dass das eben jetzt keine 100% sichere Kommunikation ist, dass sie aber besser ist, als wenn man es mit der Postkarte durchs Netz schickt. Die Aussage, die Kommunikation zwischen einem Behördenleiter und seinen Mitarbeitern wäre nicht so wichtig, sehen möglicherweise die einen oder anderen östlich gelagerten Hacker gerade ein bisschen anders. Wobei man sich als Behörde ja im Allgemeinen tatsächlich in seiner internen Umgebung befindet, ne? Also wenn jemand natürlich jetzt sagt, ich eine Behörden-E-Mail, die schicke ich jetzt an meinen privaten Account, damit ich sie dann in Ruhe an meinem privaten PC weiter bearbeiten kann, dann ist das ja etwas, was man organisatorisch gar nicht darf. Und möglich ist natürlich in der Theorie alles, aber davon kann man ja letztendlich nicht ausgehen. Ich glaube, bei den Bundestagsabgeordneten ist das tatsächlich auch nochmal eine andere Situation. Die haben dann den E-Mail-Account im Bundestag, die haben dann nochmal einen E-Mail-Account in ihrer eigenen Partei und die haben dann noch in verschiedenen Messenger-Diensten womöglich irgendwelche Gruppen, die sie bedienen müssen. Und ich glaube, man verliert da schnell den Überblick, was man eigentlich macht, was noch sicher ist und was nicht sicher ist und wo sozusagen die Informationen abgreifbar ist, wo man sich angreifbar macht und wo nicht. Und ich glaube, da muss man auch den Bundestagsabgeordneten unterstützen mit Tools, die einfach sind, die gut handelbar sind und die eben genau das gewährleisten. Vielen Dank. Wie ist denn die Erfahrung bei Virtual Solution aus den Projekten, also aus den konkreten Umsetzungsprojekten? Inwieweit beraten Sie denn auch dahingehend, jetzt das Ganze zwar zur Chefsache zu machen, aber bei Secure PIM dann nicht beim Chef aufzuhören, sondern halt auch gucken, dass man entsprechend der Entscheidungskette das halt, wie ich gerade schon sagte, möglichst vertikal aufsetzt, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad? Ja, wir haben da eine durchaus heterogene Anwenderlandschaft. Herr Eggedy ist ein Vertreter eines Hauses, was in einer flächendeckenden Abdeckung ist. Hatte ich ja gerade schon gesagt, auch aus unserer Sicht als Firma ist das Auswärtige Amt hier ein Vorreiter. Und Frau Briegel hat beschrieben, wie schnell jetzt gerade die Nachfrage nach Mobile Devices oder ultramobilen Geräten und entsprechend sicheren Anwendungen in die Höhe schnellt. Ja, also wir sehen das schon, dass es einen starken Druck gibt aus der Politik. Ich habe auch geschildert, dass wir ja selber in einer Projektsituation sind im Bundestag. Herr Höferlin hat es auch geschildert, das ist ein Projekt, was erstmal innerhalb der Bundestagsverwaltung läuft, also nicht der sicherheitskritischste Teil, aber schlicht dem Projektvorgehen geschuldet, dass man dort zunächst mal den Aufbau der Infrastrukturen vorantreibt, um dann die Abgeordneten, die Büros, die Fraktionen und so weiter zu versorgen. Da haben wir schlicht das Problem User-Akzeptanz, hatte ich gesagt. Das wird nicht stattfinden, wenn man die externe Karte braucht, um das Gerät aufzuschließen. Und das ist aktuell noch die Sicherheitsvorgabe, wobei NFC ja kommt als Technologie, damit man sich zumindest den externen Kartenleser noch spart. Und im Laufe des Jahres wird dann sogar die interne Smartcard kommen. Ich glaube, dann sind wir dort weiter und dann können wir dort in den Rollout auch gehen, was die politische oder die parlamentarische Ebene im engsten Sinne angeht. Ansonsten ist es in der Tat so, dass wir sehr in vielen Häusern erste Projekte sehen, die aber kleiner angesetzt sind und sich oft auf Führungspersonal bezieht. Das ist tatsächlich so. Und da ist mir nochmal dran gelegen, einfach darauf hinzuweisen, dass wir das im Sinne einer Programmatik sehen und nicht im Sinne eines kurzfristigen Rollouts, sondern dass hier tatsächlich Programme in den Häusern ins Leben kommen, um da eine durchgängige Kommunikation zu ermöglichen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir
auch Kunden haben, wo das Ministerium an sich andere Infrastrukturen aufbaut und parallel dazu Behörden im nachgeordneten Bereich andere. Und dann schon eine durchgängige Kommunikation schwierig wird. Ja, das haben wir zum Teil in Ressorts, wo wir natürlich auf unserer Ebene dann versuchen, dafür zu werben, hier mehr Einheitlichkeit und durchgängige Kommunikation zu schaffen. Also kurzum, es ist ein sehr heterogenes Feld, aber noch nicht in der Breite so durchdrungen, wie das etwa im Auswärtigen Amt heute der Fall ist. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich mal eine ganz kurze Zusammenfassung machen und dann in eine Abschlussrunde mit Ihnen einbiegen wollen. Also man erkennt ja im Verlauf einer Diskussion, wie weit ein Thema ist, auch immer gut an den Fragen, die nicht gestellt werden. Was zum Beispiel nicht gestellt wurde im Chat, das haben Sie anscheinend komplett erschlagen, ist die Frage nach der digitalen Souveränität, weil es handelt sich ja schließlich sowohl bei iOS als auch bei Android um Betriebssysteme ausländischer Provenienz, um es mal so zu formulieren. Das war überhaupt kein Thema, sondern es wurde anwendungs- und nutzungsorientiert gefragt, diskutiert. Das heißt, die Damen und Herren, die uns verfolgen, die sind sich mehr oder weniger, also da, die wollen keine ideologischen Gefechte mehr austragen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, sondern die wollen das Ding in der Anwendung haben und das so nutzerorientiert und so komfortabel, wie es eben möglich ist. Und das ist ja eigentlich ein gutes Signal, denke ich, dass man so die Grundsatzdiskussionen an der Stelle gar nicht mehr zu führen braucht, sondern sich wirklich darauf fokussieren kann, wie bringe ich das Produkt bestmöglich in den Rollout und, das haben wir ja auch gelernt, als Daueraufgabe begleitet es dann nach dem Rollout auch in der weiteren Entwicklung meiner Organisation. Da wir ja momentan in einer Zeit leben, wo einem die Nachrichten mehr oder minder schon mal die gute Laune vermiesen können, habe ich für die Abschlussfrage bewusst einen etwas, sagen wir mal, leichteren Content gewählt, würde man vielleicht in diesem Umfeld sagen. Wir sind ja alles Mobile Worker, Sie sind Mobile Worker. Welches wäre denn ein Sehnsuchtsort, an dem Sie gerne mal Ihrem Mobile Workload sozusagen einmalig oder gerne auch wiederholt nachgehen würden, also mal gerne ein mobiles Office kurzfristig errichten würden. Ich fange wieder bei der Dame an. Frau Dr. Briegel. Ja, für mich ist das ganz einfach. Also ein Schreibtisch auf Sylt mit Blick auf die Nordsee und beim Sonnenuntergang arbeiten, das glaube ich, ist sehr inspirierend und wird mir sehr viel Spaß machen. Gut, ich notiere Sylt. Was darf ich bei Ihnen aufschreiben, Herr Dr. Egedi? Sie sind noch auf stumm. Sie haben mir damit natürlich echt eine Kopfnuss aufgegeben, weil wir weltweit unterwegs sind und ich jetzt eine Präferenz für irgendeinen Standort damit kundtun würde. Deswegen passe ich bei der Frage tatsächlich. Szenario. Das kann ja ortsungebunden sein. Aber gut, ich nehme das zur Kenntnis. Unter Verweis auf das AA durchaus auch zulässig. Jetzt können Sie aber nicht sagen, Herr Höferlin, Sie wollten keinen Wähler verprellen, sondern von Ihnen möchte ich jetzt schon eine Antwort haben. Also tatsächlich zieht es mich im Sommer immer wieder stark in den Süden. Und ich habe auch immer wieder in letzter Zeit dort gearbeitet. Von daher mache ich das eigentlich schon. Freue mich auch, dass das zunehmend klappt, dass die Internetverbindungen ja oft in anderen Ländern hervorragend sind. Also dort, wo es warm ist und dort, wo man sich auch mal ausruhen kann. Ehrlich gesagt bin ich aber auch ein großer Bergfan. Ich weiß aber nicht, ob ich arbeiten will, wenn ich wandere. Das gebe ich auch offen zu. Vielleicht dann abends wieder. Aber ich bin tatsächlich ziemlich froh, wenn ich Gelegenheiten in meiner Freizeit ohne Endgerät habe und versuche eher eigentlich die Tendenz umzudrehen und meine Nicht-Stören-Funktion gelegentlich mal zu aktivieren. Also Digital Detox dann sozusagen. Ja, Herr Dr. Rembo. Ja, bei mir ist es ganz einfach. Ich komme ursprünglich daher, wo Herr Höferlin jetzt wohl sitzt und das Bild zeigt, ja. Jetzt bin ich in München, ist auch schön, aber würde gerne mal wieder dahin zurückgehen und mal einen schönen rheinhessischen Riesling mal wieder trinken. Wir haben über Mobile Work gesprochen, ja? Das würde ich dann anschließend machen.
Ja, das ist sogar okay. Also von daher ist das absolut in Ordnung. Das ist bei mir durchaus ähnlich. Ich habe dasselbe Ziel im Auge aus einem ganz einfachen Grund. Ich war letztes Jahr mit dem Fahrrad an der Mosel und dieses Jahr ist tatsächlich der Rhein dran. Das heißt, Herr Höflin, bei Ihnen da hinten rechts irgendwo auf so einem Weingut mit dem Tablet und dem Secure Film drauf, vor und nach dem Riesling ein paar Themen anschieben und in die richtige Richtung schieben und sich überlegen, dass die Kollegen, während ich da den Wein genieße, dann dran arbeiten. Das würde mir jetzt gut gefallen. Ich sehe schon, also an der Art und Weise, wie das hier vorgetragen wurde, dass das gute Wetter noch dazu genommen, welches wir momentan in Deutschland haben, kommt auch so langsam wieder das Frühlingsgefühl auch oder das sommerliche Gefühl auf. Und wir haben ja mit Blick auf die Corona-Entwicklung vielleicht auch die Chance, mal wieder einen besseren Sommer zu erleben, auch wenn die außenpolitische Lage uns natürlich in gewisser Weise belastet. Ich darf mich ganz herzlich bei der Runde bedanken. Ich fand, das war eine sehr interessante Diskussion mit dem Fokus, das hatte ich ja gerade schon gesagt, auf Nutzerorientierung und auf die Anwendung. Das finde ich eigentlich immer sehr gut, wenn man so nah quasi am Kunden beziehungsweise am Nutzer diskutiert, macht mehr Sinn, als dem Ganzen immer so einen ideologischen Touch zu geben, weil das ist eben mitunter auch unsexy, um das mal so in Richtung Herrn Höferlin zu sagen. Und insofern hervorragend, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen beim Rollout und bei der Daueraufgabe Secure PIM allen möglichen Erfolg, aber natürlich auch für Ihre sonstige Arbeit. Wünsche Ihnen jetzt noch einen sonnigen Tag. Danke für die Runde. Und noch ein kleiner Programmhinweis, bevor wir dann für die Abmoderation ins Studio nach Berlin zurückgehen. Besten Dank und einen schönen Tag. Vielen Dank in die Runde für diese Einblicke und auch Ihnen an den Endgeräten vielen Dank fürs Zuschauen. Übermorgen am 11. März finden Sie hier ein Interview mit dem aktuellen Vorsitzenden der IMK, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er spricht mit uns über die Impfquote in der bayerischen Polizei, wie im Freistaat mit Corona-Leugnern umgegangen wird und welche neuen Entwicklungen es beim bayerischen Polizeigesetz gibt. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.